Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video. Und heute, also heute wirklich, wir sind doch mal in die ganz tiefen Abgründe getaucht des Trashs, denn ich zeige euch gleich Dinge, wo ihr auch, also wo, glaube ich, der letzte Danny Büchner-Fan umfallen wird, denn in der einen Story erzählt sie uns, wie toll es ihr geht, dank dem Kollagen, dem Trinkbaren, und ein paar Stunden später ist sie im Krankenhaus und kriegt eine Vitaminzufuhr. Also man kann es nicht glauben, da ihr Instagram ja auch bekanntlich nach 6 Stunden auch gelöscht ist, zeige ich euch die Ausschnitte hier. Dann haben wir Daniela Katzenberger zu Besuch bei Mutti Iris Klein in der Katzenwohnung, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und für alle, die sagen, die ganzen Iris Klein Instagram-Clips, die es mal gab, die sind hier alle gut zusammengefasst, noch einmal von der lieben Betty Ord, wo wir nochmal uns so ein Best-of von Iris Klein anschauen und ihren, ja, Hetzjagd gegen Peter Klein und Yvonne Wölke, damit einfach alle das nochmal gesammelt gesehen haben. Ich bin ganz froh darüber, dass ich das Material habe. So schone ich so ein bisschen meine Stimme, denn ihr hört es, mir geht es nicht besser. Ich trinke Suppe, ich lasse mich hier gut pflegen, aber mein Versprechen halte ich. 3 Videos am Tag für euch, und wenn ihr mich dafür belohnen wollt, dann dürft ihr gerne diesen kleinen YouTube-Kanal abonnieren. Ja, als erstes schauen wir uns die gut gelaunte Story von Danny Büchner einmal an. Es ist wirklich, also ich möchte nicht da Sachen sagen, dass es lustig ist. Ich zeig's euch einfach. Gut, sie schmecken so richtig nach Pfirsich, sondern enthalten ganz, ganz viele Vitamine. Und vor allen Dingen baue ich mal meinen Körper. Ganz kurz, sie sagt ganz viel Vitamine, und hier steht nochmal, sie sorgen für mehr Energie, sind versehen mit 12 Vitaminen, haben keinen Zuckerzusatz. Körper von innen auf, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, gerade jetzt, wo man 3 Jahre älter ist, ihr wisst schon. Mhm. Und was ich auch sehr gut finde, es ist umweltfreundlich. Die Glasfläche, wohl auch das Paket, das ist auch ganz, ganz wichtig. Geht auf den Link und spart mit meinem Code Danny10. Wie gesagt, bei 60 Fläschchen, 32 Euro spart ihr da. 24 Stunden ist mein Code gültig, und ich trinke es einfach jeden Morgen. Ich mache es. Ich habe noch 4 Fläschchen übrig, dann habe ich einen Monat durch. Ja, schon Monat. Neue bestellt. Also sie hat jetzt schon 26 Fläschchen getrunken. Sie fühlt sich richtig gut. Übrigens ist hier oben die Werbemarkierung, noch kleiner geht's nicht. Warum man das so klein macht, wenn man hinter einer Firma steht, das verstehe ich bis heute nicht. Wenn ich eine Firma bewerbe und ja auch ich poste ab und zu mal Werbung, dann mache ich die Werbung doch insoweit erkennbar, dass, weil ich stolz darauf bin, dass ich eine Kooperation habe und nicht so wie sie. Aber ja, ihr seht, Dani Büchner ist das strotzende, Vitaminbündel. Ja, nee, ist halt nicht, weil kurz darauf kam diese Story. Vitamine tanken, Medical Center Bendinat. Da ist er am Tropf und kriegt Vitamine. Vor einer Stunde. Liebe Leute, macht euch keine Sorgen. Ich habe mir die Infusion geben lassen. Das ist so ein Immunbooster und vor allem mit ganz vielen Vitaminen, weil ich habe ja oft erzählt, ich habe mich ganz schön schlapp gefühlt. Und dann wurde mir das empfohlen, und ich war hier im Medical Center in Benidat, und das ist wirklich, wirklich gut. Kann man nicht erfinden. Ich bin gespannt. Jetzt gerade fühle ich mich ein bisschen müde. Sie hat gesagt, das ist normal. Kann man nicht erfinden. Und heute Abend soll ich wohl richtig fit und fresh sein. Ich bin sehr gespannt. Was verändert denn das Kollagen im Kopf? Mal jetzt ohne Quatsch, also ich kann das nicht nachvollziehen. Sie sagt uns vor 20 Stunden, wie gut es ihr geht, dank 20 Tage Kollagenkur, nein, 26 Tagen Kollagenkur. Und dann sehen wir sie hier am Tropf hängen, also um Vitamine sich reinpumpen zu lassen. Mensch, Dani, ess ein Apfel und mach nicht so eine blöde Werbung. Also warum lädt man das da? Also das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob was ihr dazu denkt, das würde mich mal interessieren. Naja gut, schauen wir mal, wie es bei Iris Klein aussieht, denn sie hat heute Morgen Besuch bekommen von Daniela Katzenberger, und da, als ob ich es nicht prophezeit habe, ich habe ja gestern gesagt, sie wird die Katzenbettwäsche bewerben, und hier kommt's. Ihr fragt die ganze Zeit, wo meine Tochter diese Bettwäsche her hat. Wo ist Alle die Fragen. Bettwäsche her? Was schleppst du denn jetzt wieder auf? Ich habe Bademantel für dich. Very nice. Der kommt bald in meinen Shop. Super. So geil. Ja. Kind, die Leute fragen nach dieser Bettwäsche, wo die ist von, die habe ich mir anfertigen lassen von
Babauba. Babauba. Ich habe heute den ersten Tag wieder eine Stimme. Okay. Was stimmt mit deiner Lichter da oben nicht? Guck mal, das sind so Punkte. Da muss ein Elektriker. Special Effekt. Special Effekt. Wenn das Kind da immer was Positives sieht. Und heute ist ein Handwerker da. Genau, und der, ich dachte, die Marilyn machen wir hierher. Guck mal, dann haben wir den, das Loch hier zu, das Stromloch oder was das ist. Ach, meine Innenarchitektin. Ja, machen wir die Marilyn hierher. So, gleicher Höhe mit dem Fernseher. Ich glaube nicht, dass Marilyn da hängen will. Die Vorhänge hast auch schon du ausgesucht. Very nice. Oh, ich liebe die. Die habe ich auch extra machen lassen. Mhm. Oh Gott. Und glaubt mir mal, Freunde, diese Storys kicken noch viel mehr, wenn man wirklich erkältet ist und sich einfach schlapp fühlt. Dann kickt das alles noch sehr viel mehr rein. Und jetzt gibt es ja ganz viele, die mir mal sagen, ja, Danny, die Storys von Iris, die sind gar nicht so gewesen und das ist alles gar nicht so schlimm. Ja, ja, ich zeige euch mal das Best-of von Betty Ord, wo ihr nochmal alle Highlights von Iris Klein seht, was ihr alles hier auf diesem Kanal findet in den Videos. Genießt es. Ja, er hat sich verliebt. Und auch Yvonne Wölke, deine Lügen sind aufgeflogen. Heute Morgen schreibst du meinem Mann noch, wie sehr ihr euch liebt. Yvonne Wölke und Peter Klein. Wie ein Daumenkino. Sind verliebt. Und die machen zusammen eine Doku und ein Interview. Und an alle, die mir nicht geglaubt haben, ich habe die Beweise heute von meinem Mann gehört. Er hat gesagt, die beiden haben sich ineinander verliebt. Ist auch angelangt. Er wollte mit mir ins Bett gehen und dabei schreibt er gerade der anderen, er liebt sie. Ich hoffe, der Mann von Yvonne Wölke sieht das auch. Wahrscheinlich will Yvonne nur auf meine Finger, Peter auf Wölke 7. Und sie hat mir versichert, sie liebt ihn nicht, nur er liebt sie. Ist halt der Liebeskasper mit Midlife-Crisis. Weil einfach zu viele Ratten momentan aus den Löchern gekrochen kommen. Gibt auch noch ein Leben offline, aber das versteht ihr nicht. Nur wegen so einer läufigen Hündin, die hier vorbeikriecht. Jeder Artikel mit Iris Klein bringt demjenigen 5 Minuten Presse. Möchte seine Frauen, und ihr wisst ja alle, er ist ja so verliebt, diese Yvonne, hab eigentlich die ganze Zeit noch irgendwie einen Funken Hoffnung gehabt, dass wir das wieder hinkriegen, aber die Liebe zu einer anderen Frau ist leider stärker. Ich werde auch wieder irgendwann glücklich, aber ich behalte mein Geld für mich. Die Haartransplantationen, die Tattoos, die Markenunterhosen und das alles. Und dann spritzt er so viel. Mehr kann ich das sagen, was er da alles? Na, ich weiß nicht. Und jetzt sagt er dann gerade eben, nö, er wollte schon seit einem Jahr nicht mehr. Wem der Peter seit gestern wieder folgt oder hinterher rennt oder hinterher häschelt. So, und ihr habt auch gefragt, warum ich denn noch mehr Kinder bekommen habe. Oder Peter konnte ja keine mehr machen. Denn ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, nur noch positiv nach vorne zu schauen. Also von mir wird keine dreckige Wäsche mehr gewaschen. Ich kann es nicht auf die Tabortabletten jetzt schieben, nee. Ich wollte mir einfach das Genick brechen. Oder? Die vielleicht eine verbrannte Pommes in den letzten 20 Jahren mal von mir bekommen haben. Ich bekenne mich schuldig. Ich will ja auch wieder in eine neue Beziehung. Braucht nur jemand in die Ehe kommen und zack, alles vorbei. Machen wir hier so eine Kommune oder was auf. Da bin ich wenigstens nicht alleine, das ist eine gute Idee. Ja, Freunde, das war einmal komplett nochmal so alle großen Highlights von Iris. Natürlich fehlen die Stories, wo sie es dann wieder dementiert hat und wo es so hin und her ging. Aber das sind so, sagen wir mal, die Social-Media-Schlagspitzen, welche sie uns gegeben hat. Und das nochmal zusammengefasst für alle, die dann doch die eine oder andere Story nicht gesehen haben oder verpasst haben. All diese Stories findet ihr hier von mir dokumentiert in meinen Videos. Es lohnt sich, den Kanal ein bisschen zu durchforsten oder auch den Kanal zu abonnieren. Ich werde hier auch weiter für euch an der Wahrheit dranbleiben und gucken, wer nun wirklich hier die Lügnerin oder der Lügner ist. Fakt für mich ist aber eins, und das ist wirklich da sehr schwierig, neutral zu bleiben. Man kann nicht sagen, Kollagen rockt mir, Vitamine rein, mir geht's super. Und dann wird man so weggemeldet und ist dann mit seinem Kollagen dann im Krankenhaus und kriegt dann Vitamine eingespeist, weil es nicht klappt. Also das ist wirklich etwas, damit hat sich Dani gar keinen Gefallen getan. Ich, wie ich finde das einfach nur höchst lächerlich. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Und freue mich auch, euch morgen hier wiederzusehen. Morgen früh um 8, wenn ihr mögt, zum ersten Kaffee. Ich werde da sein. Wobei, bei mir wird es wahrscheinlich erst ein Tee sein, Freunde. Also, macht es gut. Ich wünsche euch einen hervorragenden restlichen Tag. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt.